Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Pacha. Und Pacha schreibt auch eine schöne E-Mail für uns, nämlich schreibt er: Hallo lieber Dandy, nach nun Monaten des Zuschauens und nebenher selber Bauens ist mein momentaner Zoo bereit, von dir unter die Lupe genommen zu werden. Obwohl ich das Spiel seit Release spiele, entstand dieser Zoo erst Anfang Januar, nachdem ich vorher Erfahrung im Bauen und im Franchise-Modus gewonnen habe. Ich hoffe, die 370 Stunden zahlen sich aus. Ich vermeide, wenn möglich, Workshop-Objekte, jedoch sind einige kleine Dekorationen aus selbigen und manche Schriftarten habe ich auch ebenfalls heruntergeladen. Jedes Gebäude und alles andere ist selbst gebaut. Alles, was ich verwendet habe, findest du in einem separaten Bereich, der für dich markiert ist. Der Zoo ist nach aktuellem Stand zu 80% fertig. Mein Zoo hat eine kleine Hintergrundgeschichte. Der Hillgrove Zoo ist ein alter, renommierter Zoo im Norden Englands, der vor 2 Jahren seinen 150. Geburtstag feierte. Nach dem Tod des bei Besuchern beliebten Flusspferdbullen Big George im selben Jahr und zum Anlass des Jubiläums beschloss die Leitung, den kompletten Zoo zu renovieren, und zwar zum Wohl der Tiere als auch der Besucher. Im letzten Jahr konnte das erste Großprojekt Tiger Valley dank großzügiger Sponsoren, unter anderem ein berühmter YouTuber, fertiggestellt werden und steht dir zur Besichtigung bereit. Zum Dank wurden die Kerngehege des Projekts nach ihnen benannt. Auch lohnt sich ein Abstecher in das alte Krokodilhaus, das aus Denkmalschutzgründen nicht abgerissen werden konnte. Fühl dich frei, den Zoo auch bei Anbruch der Dunkelheit zu erkunden und lass dich nicht von den Tigern erwischen. Viel Spaß und ich hoffe, er gefällt dir und deinen Zuschauern. Update: Es konnten nun weitere Teile des Zoos renoviert werden und ein paar Gehege des neuen Hearts of Africa sind für die Besucher geöffnet. Besuche das Education Center oder schaue sanften Büffeln beim Grasen zu. Dank großzügiger Spenden konnten viele der alten Gebäude erhalten werden und erfreuen unsere Besucher. Die Gebiete in Heart of Africa, die mit der Heckenmauer abgetrennt sind, befinden sich noch im Bau. Mit vielen lieben Grüßen und mach weiter so tolle Arbeit, Pacha. Vielen Dank, Pacha, das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Ich find's cool, dass du dir wieder so eine kleine Hintergrundstory überlegt hast, das mag ich immer sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, jetzt besichtigen wir gemeinsam dein Hillgrove Zoo. Und schon sind wir da. Pacha hat mir übrigens auch noch eine kleine Wegbeschreibung geschickt. Das ist so eine Aufnahme vom Zoo von oben mit einem Pfeil. Was hat er denn für coole Haare? Sehr, sehr mutig. Genau, und ich versuche die so gut wie es geht entlang zu laufen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ist immer teilweise ein bisschen schwierig, wenn das einfach ein Bild von oben ist. Ich hoffe, er hat auch noch so ein bisschen ausgeschildert. Aber ich glaube, das hat er auch noch dazu geschrieben, dass er ausgeschildert ist. Dann passt das eigentlich. Okay, das ist der Eingangsbereich. Ah, ein U-Bahnhof, denke ich mal, mit dem U hier. Mit einer Straße, sowas mag ich ja richtig gerne. Das finde ich cool. Gucken, ob es hier auch Parkplätze gibt. Aber sieht gerade nicht so aus. Es ist einfach nur eine Hauptstraße erstmal. Ich laufe mal hier entlang. Oh, eine Bushaltestelle, wie cool. Richtig cool. Solche Details liebe ich. Oh, hier könnte sogar echt ein Parkplatz sein. Oder ist das Mitarbeitereinfahrt hier? Hier auch ein schönes Zooschild. Auch sehr süß gemacht. Okay. Das finde ich aber völlig in Ordnung, wenn man das so regelt. Mit so schwarzen Wänden. Finde ich cool. Also so mit Straßen, das finde ich immer richtig nice. Auch sehr schön mit den Straßenmarkierungen hier gearbeitet. Zebrastreifen. Cool. Ich würde jetzt gerne mal einmal da reinschlawinern in dieses Tor, bevor wir in den Zoo gehen. Echt gespannt. Wahrscheinlich Mitarbeiter, ne? Oder? Ja. Das sieht so aus. Ah, hier sehe ich schon die Workshop-Objekte, glaube ich, die er bereitgestellt hat. Ja, hier stehen so ein paar Jeeps von Mitarbeitern. Aber das war auch gar nicht für unsere Augen bestimmt, glaube ich. So, gehen wir jetzt in den Zoo ganz normal, wie ein ganz normaler Besucher. Und machen hier keine weiteren Abschweife mehr. Der Hillgrove Zoo. Ich sehe da hinten schon das Schild. Oh, da steht sogar eine Jahreszahl dran. Ich brauche echt so ein mittleres Lauftempo. Das wäre perfekt. Ich hoffe, das ändern die irgendwann nochmal. Das wäre echt cool. Auch sehr schön hier. Sehr sauber arbeitest du auf jeden Fall. Sehr clean. Nix flackert.
alles schön bepflanzt hier mit Erde und schönen Blumen und schönen Bäumen. Ach, cool. Sehr gut. Und hier geht's hinein in den Hillgrove Zoo. Und mich guckt ganz verschmitzt, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Es guckt auf jeden Fall komisch, ein Flusspferd. Ist das vielleicht dieses eine Flusspferd? Der Flusspferdbulle oder was das war in der Story? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall since 1886. Okay, das ist schon sehr alt. Oh, hier gibt's die Tickets. Okay, das heißt, hier würde man Tickets kaufen. Einmal bitte. Das ist wahrscheinlich dann noch ein zweiter Ticketshop, wenn dann mal viel los ist. Hier gibt es Lockers. Also hier kann man sich seine Wertsachen einschließen oder seine Sachen einschließen, die man nicht mitnehmen will in den Zoo. Finde ich auch mega cool. Alles hier selbst gebaut. Vielleicht auch aus dem Workshop, das weiß ich nicht. Das werden wir dann am Ende sehen, wenn wir uns alle Workshop-Objekte angucken. Okay, und hier ist das Wichtigste wahrscheinlich, oder? Toiletten? Nee, wo sind wir denn hier? Ich mache jetzt hier schon die Abstecher des Todes. Oh, da darf ich nicht rein. Sind hier Toiletten? Nee, okay. Ah, das ist wahrscheinlich ein Mitarbeiterweg, gehe ich mal von aus. Steht aber nichts von Mitarbeiter, sah so... egal. Hier sind auch ein paar Rollstühle. Die sind, glaube ich, auch aus dem Workshop. Die habe ich ja schon öfter gesehen. Finde ich aber cool, wenn man sowas macht. Mal gucken, ob du auch das Ganze behindertengerecht gestaltet hast, wenn es hier schon Rollstühle gibt. Da bin ich echt gespannt. Wo sind denn hier die Toiletten? Ich dachte, die wären jetzt hier bei den Lockern. Aber das macht ja nichts. Gehen wir mal ganz normal jetzt hier rein. Ich laufe hier schon wieder wie so ein Verwirrter rum. Musik fehlt mir gerade ein bisschen, muss ich sagen. Das wäre noch schön. Information. Hippo Feeding. Um 13 p.m. Okay. Was ist denn 13 p.m.? Wait. Was ist denn das für eine Zeit? Gibt es die Zeit? Gibt es nicht nur 1 bis 12 im Englischen? Wait. Bin ich jetzt verwirrt? Heißt das nicht jetzt rein theoretisch 1 p.m. und 1 a.m. statt 13? Ist ja nicht 13 Uhr. Also 13 Uhr im Englischen ist doch 1 p.m. oder nicht? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt verwirrt bin oder nicht. Red Panda Feeding haben wir hier. Tiger Feeding. Snow Leopard Feeding. Sowas finde ich aber immer cool, solche Details. Wenn da so Fütterungszeiten und so stehen, das ist immer sehr schön. Entrance. Also das auf sehr viele Details hier geachtet. Warte, wo muss ich denn jetzt hin? Also ich bin hier. Hier ist auch ein schöner Springbrunnen. Musik fehlt echt gerade ein bisschen. Schönes Wasserplätschern ist auf jeden Fall da, aber ein bisschen Music wäre nice. Ich wusste gar nicht, dass man den anmalen kann. Ist ja cool. Ich habe den bis jetzt immer nur in der Standardfarbe, glaube ich, gesehen. Ist aber auch ein sehr schöner Brunnen. Gefällt mir. Der ist auch beleuchtet hier mit so kleinen Lämpchen. Cool. Okay. In den Shop sollen wir da jetzt schon rein. Ich gehe da mal rein. Hier kann man sitzen. Ah, hier gibt es ein bisschen was zu trinken. Ah, da sind Toiletten. Endlich ist Dundee glücklich. Hier ist auch Geldautomat. Also alles, was man braucht. Ein paar hier Souvenirsachen. Okay. Das ist dann nochmal so ein alternativer Eingang, oder wie? Das heißt, ich bräuchte mir gar kein Ticket kaufen. Ich könnte hier austricksen. Einfach hier lang. Zack, bin ich hinter diesen Dingern. Genau wie hier. Obwohl das ist... Ach, das ist der Ausgang hier. Okay, das macht Sinn. Dann ist es wahrscheinlich so gedacht, dass man hier reingeht am Ende, sich nochmal Sachen kauft, weil man den Zoo so cool fand und dann hier nach draußen. Macht Sinn. Okay, jetzt gehen wir aber den Weg entlang. Also wir sind jetzt hier auf dem ersten Hauptplatz. Ja. Hippo Cave, Heart of Africa. Ich finde das immer cool, wenn man so Bereiche hat und den richtigen Namen gibt. Mag ich sehr gerne. Zoo Tour Tiger Valley. Wir gehen jetzt in diese Richtung, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube schon. Und dann rechts, links. Ich weiß nicht. Hier ist auch nochmal ein Eingang in den Shop. Ist alles immer schön angestrahlt. Da bin ich echt gespannt. Oh, da ist er. Big George. Von 1960 bis 2018. Wurde er verewigt. Sehr cool. Oh, was sind denn jetzt die Toiletten? Immer noch nicht gefunden. Hippo Cave. Hier. Da sind die Toiletten. Okay. Man and Woman. Sehr gut. Auch schön gemacht. Schönes eigenes Haus gebaut. Dann gehen wir mal in die Hippo Cave. Ja, Hippo Cave hieß es.
Ich luke einfach mal durch die Scheibe durch, ihr kennt das ja. Dann sieht man das besser. Sehr schön gestaltet. Also schöne Felsarbeit, schöne Pflanzenarbeit. Sehr, sehr interessantes Gehege, auch toller Unterstand da hinten. Cool, gefällt mir. Oh, da ist auch ein Hippo. Ist aber ein Zwerghippo, oder? Ja, Zwergflisspferd. Kommt hier direkt. Auch das Ding hier ist sehr gut eingebaut in Felsen. Das finde ich auch sehr cool, dass du hier alles abgesteckt hast. Hier noch so ein paar Lianen. Aber ich habe jetzt unter dem Namen ehrlich gesagt eine Höhle erwartet. Heißt Cave nicht Höhle übersetzt? Kann mich hier nur blamieren in der Folge, glaube ich. Sehr schön gestaltet hier, wirklich. Ein super interessantes Gebäude. Schönes Dach. Ab und zu mal so ein bisschen Glas da eingebaut ins Dach, damit natürliches Licht reinkommt. War auch schön hier mit den Lianen. Cool. Ja, das ist wirklich schön gestaltet. Fällt mir. Ich mag das auch mit dem Weg, dass der hier so geschwungen runtergeht. Da hast du dir sehr viel Mühe beigegeben, weil der Weg ist eigentlich ziemlich gerade und gleichmäßig, wie er hier runtergeht. Das ist gar nicht so einfach. Hier ist auch ein bisschen Underwater Viewing. Da ist sogar ein Baby. Ein Baby-Zwerghippo. Cool. Okay. Sind wir jetzt hier richtig, wenn ich hier durchgehe? Ich glaube schon, ja. Sieht gut aus. Ich glaube, ich habe nichts falsch gemacht bis jetzt. Falls ich was falsch mache, schreib es gerne in die Kommentare, Pacha. Sotur, Tiger Valley. Wir gehen jetzt nach links. Also es geht jetzt, ja, der Sotur folgen wir logischerweise. Oh, das ist ja auch schön hier. Das ist ja süß mit den ganzen Blumen hier und so. Ich will nicht wissen, wie viel Arbeit das ist, wenn man hier der Gärtner ist, das Ganze zu pflegen, dass es vernünftig aussieht. Sieht aber sehr schön aus. Zoo-Museum. Oh, so viele interessante Orte. Ich will da rein. Ach, schade. Das wäre cool gewesen, wenn da wirklich irgendwelche Sachen ausgestellt gewesen. Closed for restoration. Ah, okay, steht sogar dran. Art of Africa. Ah, es gibt hier so viel zu entdecken. Ich schweife die ganze Zeit ab von meinem Weg. Weil ich überall alles angucken möchte. Aber das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, du machst mich auf jeden Fall neugierig auf die ganzen Sachen. Auch sehr schön bepflanzt hier. Also du hast wirklich einen sehr sauberen Baustil. Das gefällt mir. Sieht wirklich alles sehr ordentlich aus und nichts ist am Rumglitschen und alles vernünftig platziert. Sehr, sehr gut. Was haben wir denn hier? Ist das hier so eine kleine Erfrischungsplatz oder was? Auch sehr schön mit so Springbrunnen. Wasser ist sogar sauber. Hier könnte man einfach mal planschen gehen. Ein paar Seerosen. Auch hier schön beleuchtet. Ich bin echt gespannt bei Nacht, wie das aussieht. Oh, hier ist aber abgesperrt. Ich habe mich einfach durchgesneakt. Macht ja nichts. So. Oh, hier gibt es viel zu entdecken. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Hier geht es oben rüber. Auf der anderen Seite haben wir auch nochmal Springbrunnen. Feuer und Wasser, auch eine sehr schöne Kombination. Sieht bestimmt schön aus bei Nacht, wenn dann da die kleinen Laternen da brennen. Hier geht es in den nächsten Bereich. Ist das neues DLC? Nee. Noch alte Sachen, ne? Ich glaube, du hast sie noch relativ früh schon eingeschickt. Aber sieht trotzdem cool aus. Also sehr schön gebaut. Hier flackert es ganz minimal, aber das hast du wirklich top gemacht. Weil normalerweise ist es immer sehr schwierig, das, oder sehr viel Arbeit, das vernünftig hinzukriegen, wenn man sowas baut aus diesen Felsen, ohne dass es flackert. Also da hast du dir echt viel Mühe gegeben. Jetzt flackert es auch gerade gar nicht mehr. Ich glaube, das war einfach nur ganz minimal hier, aber das fällt gar nicht auf. Auch hier fliegende Blätter, Tiger Valley. Ich vermisse nur Musik ein bisschen. Das ist bis jetzt so der einzige Manko. Ansonsten sehr schöner Zoo. Toller Eingang. Tiger Valley. Let's go. Du hast ja auch irgendwas geschrieben, dass YouTuber dir irgendwas gesponsert haben oder so. Das habe ich gar nicht so ganz verstanden. Mitarbeitereingang wahrscheinlich. Cool. Ist eine schöne Atmosphäre. Jetzt noch so ein bisschen Dschungelmusik, dann wäre es perfekt. Ach, wie süß. Da ist auch ein Red Panda. Oh. Gehe ich jetzt richtig? Ich glaube, hier muss ich rein in den Tempel. Der sieht ja cool aus, aber hier ist erstmal ein Außengehege. Wow, auch hier wieder eine wunderschöne Gehegegestaltung. Heiße Quellen so ein bisschen mit Dampf. Finde ich mega schön. Hier Efeu. Super interessantes Gehege, auch wenn es relativ flach ist. Also es sind nicht viele Höhenunterschiede drin. Aber dadurch, dass hier wirklich alles mit Felsen und so ausgekleidet ist, hast du ja automatisch ein paar Höhenunterschiede. Also hier so mit den Felsen und so. Und natürlich die Klettermöglichkeiten, sieht echt cool aus. Sehr, sehr toll gearbeitet. Klasse Gehege. Japan-Makaken. Da sind sie alle am
Erde essen. Ich weiß auch nicht, was die da machen. Ja, die können da auch noch rein, wie es aussieht. Sehen wir bestimmt gleich noch. Finde ich aber cool, dass du hier auch so eine eigene Barriere gebaut hast und dann hier vorne auch nochmal das Ganze abgeändert hast. Wow, mega cool. Sehr viel Liebe zum Detail. Und auch ein toller Tempel hier. So. Marvin Komodowaran Dragon Exhibit. Okay. Da haben wir den Komodowaran. Tut mir leid, wenn ich immer so durch die Scheiben luke. Ich könnte auch von hier gucken, dann hätte man so die richtige Besuchersicht. Aber ich finde es immer ein bisschen schöner, wenn man das komplett sieht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das stört oder ob ihr es besser findet. Weil ich halt immer ein bisschen störend finde, dass das Glas sehr milchig ist bei Planet Zoo. Aber mega schön hier alles. Nichts zu beanstanden. Auch kleine Höhenunterschiede drin. Sehr schön mit dem Terretto gearbeitet. Super interessante Barrieren hast du hier gebaut. Sieht wieder richtig cool aus hier mit diesem Übergang zu dem Gitter und so. Sehr kreativ. Cool. Gehen wir mal hinein. Ich glaube, das ist richtig. Oh, ich höre Musik. Oh yes. Endlich. Wie schön. Was haben wir denn hier? Ach, das sind gar keine Vivarien. Ich dachte, es wären Vivarien. Das ist nochmal so ein kleiner Gartenbereich. Sehr coole Idee. Ein bisschen Grün hier reinzubringen. Und damit so einem Glasdach, damit das auch realistisch ist. Dass die Blumen Licht kriegen. Das ist hier wahrscheinlich der Innenbereich von den Japan-Makaken. Da kann man die nochmal sehen. Sehr schön dekoriert hier oben auch. Ah, hier sind Vivarien. Leguan und Tausendfüßler oder Riesenläufer. Sieht echt interessant aus, das Gebäude. Coole Form. Wo sind wir hier? Das ist ein Tigergehege oder was? Ja. Das ist nämlich das Tigerschild. Wir sind ja auch, glaube ich, sind wir jetzt schon in der Tiger Valley? Wahrscheinlich schon. Oh, da sind sie gerade. Hier kann man die beim Schlafen sehen. Und hier kann man dann den Außenbereich sehen. Auch sehr cool mit so einem Gitter. Was man dann runterfahren kann, wenn sie nachts schlafen sollen oder drin bleiben sollen. Schöner Wasserfall. Ah, den kann man gar nicht sehen als Besucher, oder? Den Wasserfall? Nee. Nur so ein ganz bisschen. Deswegen gehe ich auch ins Gehege rein. Dann sehen wir auch diese Details. Also wirklich sehr sauber und sorgfältig gearbeitet. Da gibt es absolut nichts zu beanstanden. Ganz toller Zoo bis jetzt. Wow, okay. Cool. Ah, nächstes Tier. Kleine Mini-Dingens. Was ist hier gewollt? Sieht so aus, ne? Ist hier so ein Bogen drin? Damit die Leute denken, da kann man durch oder laufen die da so gegen, oder was? Gürteltier. Nee, wie heißen die nochmal? Schuppentierchen. Ja gut, Indoor sind natürlich solche Gehege dann immer sehr flach, ne? Und klein, aber das finde ich gar nicht verkehrt. Ich finde es auch wieder sehr schön, dass du hier so ein interessantes Dach reingemacht hast mit Glas. Und auch hier wieder das alles so schön ausgeschmückt hast. Auch mit Fackeln und alles. Finde ich cool. Mitarbeitereingang, ja. Was haben wir hier? Ach, das sind die Komodowarane, ne? Das ist der Innenbereich von den Komodowaranen. Auch cool. Ist auch alles sehr schön ausgeleuchtet. Okay, ich glaube, wir haben das Ding jetzt gesehen. Jetzt geht's wieder raus. Laut dem Lageplan, den ich hier von oben sehe. Und dann geht's links um die Ecke. Genau, das hatten wir schon gesehen. Oh, was haben wir denn hier? Nochmal eine kleine süße Sitzmöglichkeit. Und hier gibt es wahrscheinlich den roten Panda zu sehen, oder? Ja, cool. Da snackt er seine Melon. Auch sehr schönes Gehege. Tolle Klettermöglichkeiten, super interessant. Sehr sauber hier am Rand gearbeitet. Sieht super aus mit dem Wasser. Auch wieder super interessante Barrieren hast du hier selber gebaut. Ich liebe das, wenn ihr euch austobt und eigene Geländer macht und eigene Barrieren und sowas. Ich finde, das macht so viel aus. Das ist echt toll. Viel, viel besser, als diese Standardsachen zu benutzen. Selbst wenn es nur dieses Fertiggeländer ist, was es gibt, finde ich 100-mal schöner als die Standardgeländer. Da hast du hier auch wieder so eine schön die Tafel eingebaut.
Das ist ja auch so ein tolles Tier, ne? Elisa, Red Panda, Habitat and Aviary. Okay. Ah, hier kann man die sogar sehen beim Schlafen. Cool. Also das ist, dein Zoo ist sehr realistisch, habe ich das Gefühl. Also den können es wirklich so in echt geben. Das ist wirklich alles schöne Indoor-Bereiche, immer Outdoor-Bereiche. Ich finde das auch cool, dass du hier einfach so Höhenunterschiede eingebaut hast. Wenn das alles auf einem Niveau wäre, wäre das viel langweiliger. Das ist echt cool. Und du hast auch immer im Hintergrund Bäume und so platziert. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich den Zoo hochladen darf. Das ist, glaube ich, gar nicht dazu geschrieben. Vielleicht gibt es den mir auch im Workshop, ich weiß es nicht. So, ich muss immer ab und zu auf diesen Plan gucken, damit ich nichts falsch mache. Okay, ich glaube, ich bin aber noch richtig unterwegs. Was haben wir denn hier? Thanks to our sponsors and my love, Elisa. Ach, wie süß. Das ist mit den Sponsoren, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Haben die Leute was gebaut für dein Zoo? Oder wie hat Sponsoren funktioniert? Würde mich mal interessieren. Teta Komodo Kantine. Okay. Die Komodo Kantine. Finde ich cool. Also wieder sehr interessantes Gebäude, was du da gebaut hast. Sieht cool aus mit dem Holz. Ich mag das echt gerne, dass du überall Namen vergeben hast. Habe ich ja vorhin schon gesagt, dass mir das immer sehr gut gefällt, wenn man Sachen benennt und denen ein Motto gibt. Ja, super interessant. Cool. So, ich bin aber richtig. Bin ich gerade echt stolz auf mich. Hier haben wir wieder einen Tiger. Auch wieder mega cool hier mit dem Dach und so. Wir lunkern mal hinein. Auch wieder ein sehr flaches Gehege. Aber das ist halt eher so realistisch, ne? Also ich habe das Gefühl, es könnte wirklich ein Zoo sein. Ein sehr schöner Zoo, natürlich. Weil die meisten Zoos sind nicht so schön wie deiner. Also in echt. Aber der kommt, ist sehr realistisch. Ich mag sowas auch gerne. Das gefällt mir echt gut. So einen realistischen und interessanten Zoo gebaut hast. Die Gehege sind halt auch richtig gut gestaltet. Hier geht's auch wieder nach oben. Super interessant. Oh, hier geht's oben rüber. Ich spiele gerade mal den Tiger. Ach, und hier schlafen die dann. Das ist ja cool. Das heißt, man kann die da unten nochmal sehen auf dem Weg. Ich weiß, ich sollte nicht immer so viel in die Gehege reinlaufen, aber ich will alles sehen. Vor allem, wenn hier so viel Liebe zum Detail drin steckt, will ich auch in jeden Winkel gucken. Weil das würde ich alles gar nicht aus Besucherperspektive zu Gesicht bekommen. So, ich will nochmal eben hier das Stück zurückgehen, damit ich das auch abgearbeitet habe. Das ist Mitarbeiter. Ja, sonst gibt es ja nichts zu sehen. Okay. Dann gehen wir weiter. Wo geht's denn hier hin? Ah, auch nochmal schön. Ich finde das so toll, wenn man sowas selbstständig baut und selber baut. So cool. Gut, das Dach hier bringt natürlich nichts, ne? Also wenn es regnet, wird man trotzdem nass. Aber ein bisschen Schatten spendet es, immerhin. Und sieht sehr interessant aus. Okay, ich hätte sogar fast alles zu Gesicht bekommen. Aber trotzdem schön, dass ich einmal durchgelaufen bin. Ah, hier ist nochmal eine Toilette, extra für mich. Da habe ich auch nichts verpasst. Also bis jetzt gefällt mir auch das Wegenetz sehr gut. Sehr gut strukturiert. Man kann sich nicht so doll verlaufen. Das ist echt mega cool hier. Hier nochmal schöne Querstützen, damit es auch realistisch ist. Geht es da rein, das Mitarbeitereingang? Ja, oder? Okay. Warum sind hier Mülleimer? Das ist ein Easter Egg. Da ist gerade ein Tiger. Oh, wie cool. Sogar ein Baby, glaube ich. Das ist so nice. Ich liebe sowas. Wenn so Wege über einen Weg rüberführen. Klingt komisch, ist aber so. So, wo geht's lang? Ja, ich mache alles richtig. Wow, das sieht auch wieder cool aus, der Tempel hier. Was haben wir denn hier? Rayans Family Restaurant. Oh, wie cool. Hat schon jemand randaliert, das Schild umgestoßen. Toll. Auch super interessant, ne? Das Ganze gestaltet. Sieht einladend aus. Also ich würde mich auf jeden Fall hinsetzen. Toiletten gibt es auch. Schön dekoriert. Und man hat Ausblick auf das Tigergehege. Also ich würde auf jeden Fall hier am Rand sitzen, wenn da noch was frei ist. Aber es sind wahrscheinlich die beliebtesten Plätze. Okay. Oh, hier hinten geht es auch schon wieder weiter.
Das ist ja auch eine coole Idee hier, in der Mitte sowas zu platzieren und damit Seilen rüber zu machen. Damit so Fähnchen und Lampen. Ah, cool. Seht ihr noch irgendwas? Nee. Ich habe Angst, Infos zu übersehen. Glaube ich, ist das das erste Schneegehege? Nee, das Japan-Makak-Gehege war auch gerade schon mit Schnee, ne? Japan-Makaken. Das klingt so bescheuert. Auch wieder sehr schöne Felsarbeit hier. Auch wieder schön mit dem Nebel hier, so heiße Quellen gemacht. Wasser. Ach toll. Sehr gut gemacht. Oh. Dann die Snow-Leopard-Exhibit. Oh. Das ist aber lieb von dir. Dankeschön. Da freue ich mich, Pacher. Darauf erstmal ein Abseilen. Gönnung. Sehr schön. Da freue ich mich wirklich. Das ist mir eine Ehre, verewigt zu sein. So, weiter geht's. Wo geht's denn hier entlang? Ich finde das auch cool, dass du das mit den Mitarbeiterwegen immer so abgesteckt hast. Und dass du hier wirklich selber Wege und so gebaut hast und Geländer. Also das finde ich echt cool. Und du hast die auch immer gleichmäßig gebaut. Dann erkennt man die eigentlich immer direkt. Und denkt gar nicht darüber nach, da lang zu laufen. Ah, ich habe mich gerade schon gefragt, was das da für ein Schwimmbad ist. Da sind einfach Krokodile. Leistenkrokodile, wie cool. Die kann man von hier einmal beobachten. Und dann geht's hinein in das Schwimmbad. In das Croc-Haus. Das ist sogar geöffnet. Ah, und dann kann man hier runter gucken. Das ist auch sehr cool gemacht. Mein Backsteinhaus, was gut aussieht. Ich bin ja kein Backstein-Fan, aber das sieht wirklich toll aus, das Backsteinhaus. Ist halt auch nicht rot in rot. Also er hat auch hier Farbunterschiede reingemacht. Die Dächer sehen interessant aus. Die Säulen sehen interessant aus. Das ist echt cool. Gefällt mir. Und das Krokodil hat richtig Bock auf mich, glaube ich. Würde mich am liebsten wegsnacken. Aber vielleicht will sie es auch nur zeigen. Das finde ich toll, dass man hier so durchlukern kann. Dann nach da unten schauen kann. Sehr cool. Hier auf der Seite ist nochmal ein Vivarium. Mit einem... Oh, welcher ist das? Lehmanns? Lehmanns, yes. Sitzecken auch nochmal. Mal wieder schöne Pflanzen. Noch eine Schlange. Ah, gucke ich jetzt nicht rein. Das ist echt schade. Also ich hoffe mir wirklich noch, dass irgendwann diese Vivarientiere spannender werden. Oder dass man mehr Möglichkeiten bekommt. Weil, ja, wenn man die einmal gesehen hat, dann ja, war es das auch, ne? Was ist hier? Und nochmal so ein schöner Wasserbereich mit ein paar Seerosen und ein paar Pflanzen. Finde ich cool als Deko-Element. Kann man auch nochmal die Krokodile sehen. Nicht die Hand durchstecken, Leute, hier. Die Krokodile haben doch ihre ganz fiese Todesrolle da. Das ist, glaube ich, dann nicht so cool. Und weiter geht's. Ah, ich finde es cool. Ich mag das auch gern, wenn man so mit Farben ausschildert. Das ist immer viel übersichtlicher, als wenn es alles eine Farbe hat. Da kann man sich zum Beispiel auch, wenn man weiß, man will jetzt zum Croc-Haus, einfach die Farbe merken. Und dann kann man auch schon vom Weiten sehen, oh, da geht hellgrün hin. Gehen wir da doch mal hin. Okay, hier haben wir die Aldabra-Schildkröte. Auch nochmal ein kleines, feines Gehege. Gut, ist jetzt nicht das spannendste Gehege, aber ist völlig in Ordnung. Passt auf jeden Fall gut in deinen Stil. Vielleicht noch ein kleines Gewässer oder so hier rein. Dass wir nochmal planschen können. Wir haben ja ein ganz trockenes Gehege. Schildkröten mögen doch gerne Wasser. Können sich wenigstens mal ein bisschen schneller bewegen. So, ich glaube, wir müssen hier einmal... Ah, hier geht auch so ein bisschen anderer Stil los. Wie heißen diese Bäume? Buchsbäume oder so? Bin mir da gar nicht sicher. Oder Hecken, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr anstrengend zu gärtnern. Finde ich aber toll. Wieder sehr sauber und sorgfältig. Sieht schon mal echt cool aus. Da hinten auch wieder Wasser. Wir gehen erstmal jetzt hier links. Das ist jetzt schon hart auf Afrika hier. Bin mir gerade unsicher. Kann ich mir mal vorstellen. Weil es sind hier Afrika-Tiere. Sehe auf jeden Fall hier... Das ist eine Thompson-Gazelle? Ja. Oh, so langsam lerne ich die Gazellen und Böcke und alles. Giraffen gibt es ja auch. So, gehen wir mal weiter. Ich wollte schon sagen, hier können die nicht raus, aber da ist noch Zaun. Also alles gut. Das hier ist nur so ein bisschen Gestaltung.
So, hier geht's hinein. In das Häuschen, da schläft gerade eine Giraffe. Ich finde das ja so cool, wie die schlafen, ne? Oh. Sind gerade alle am Schlafen, aber ist auch warm draußen wahrscheinlich. Sehr solide. Cool. Es gibt ja echt nichts zu meckern. Es ist alles so sauber und sorgfältig gearbeitet. Alles so gut platziert. Also man sieht, dass du da viel Arbeit reingesteckt hast. Und es ist auch echt spannend. Macht echt viel Spaß. Hier sind Weißschwanzgnus. Was machen die da? Nicht, dass sie gleich hier Kopf an Kopf machen. Ein Gnu ist ja auch echt interessant, ne? In der Körperform so. Coole Tiere. Ah, das Haus sieht auch wieder sehr schön aus hier. So ein sehr moderner Baustil. Mit Stahlträgern und Holz. Oh, diese Blumen. Die haben wir ja vorhin schon gesehen. Das finde ich toll. Und dann mit den Springbrunnen. Sieht schon alles echt schön aus. Auch einer der besten Zoos, die wir bis jetzt besichtigt haben, würde ich sagen. So, Kaffernbüffel und Flamingos. Interessante Mischung. Komm, suhl dich. Suhl dich für mich im Schlamm. Du willst es doch auch. Ja, du willst es. Ah, er legt sich einfach nur schlafen, oder was? Nein, jetzt suhlt er sich. Oh ja, gönn dir. Oh, Alter. Jetzt geht er komplett ab. Sehr schön. Ist auch wieder ein Backsteinhäuschen. Ich finde das hier mit dem Backstein gar nicht schlecht. Du hast halt nicht so viel damit gemacht. Aber das ist auch sehr schön kombiniert mit den weißen und mit den weißen Säulen und den grünen Dächern und so. Finde ich cool. Hier ist nochmal ein Schlafplatz. Hier war ich, ne? Ich habe echt Angst, ein bisschen was zu übersehen. Bei den ganzen schönen Sachen. Ich glaube, ich muss mich links halten, laut dem Plan. Denn hier rechts? Hier rechts ist dieser Eingang, ne? Ja, das ist dieser Eingang, den wir vorhin gesehen haben. Heart of Africa. Da gehen wir gleich mal hin. Wir bleiben jetzt... Ach. We built a whole new zoo. Just for you. Oh, das ist aber nett. Da freue ich mich. Danke. Okay, ist auch abgesperrt. Ich glaube, dann geht's jetzt als letztes. Also hier ist dieser andere Eingang. Da standen wir vorhin vor. Der hier. Nehmen wir ein paar Shops. Dieser Seite noch was übersehen. Oh, hier ist noch eine schöne Brücke. Guck mal, hat sich gelohnt, hier nochmal hinzugehen. Ah, hier ist nochmal ein toller Aussichtsort, um die Flamingos und Kaffernbüffel zu sehen. Okay, das hatten wir aber gesehen. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Und dann, Historic Lion Cage from 1870. Englische Skills sind heute on fleek. Oh, das ist aber gemein, hier einen Löwen drin zu halten. Ja, finde ich cool, dass du den da noch so als ja, quasi Museum oder Ausstellungsstück stehen lassen hast. Coole Idee. Ja, hier haben wir nochmal Erdferkelchen. Auch sehr süße Tiere. Auch schönes Gehege. Hast du auch gut mit dem langen Gras gemacht. Ich finde das mit dem langen Gras immer recht schwierig, das gut mit einzubringen. Bin ich nicht so der Fan von, aber hast du sehr gut geregelt hier. Sieht gut aus. Und da chillen sie so ein bisschen im Schatten. Die Süßen. Okay, wo geht's hier hin? Education Center. Alles klar. Hier ist nochmal der Indoor-Bereich von den Schweinchen oder Ferkeln. Auch nochmal ein Vivarium. Das hast du sehr schön hier eingebaut mit dieser Rundung und alles. Sieht schon cool aus. Ich glaube, das ist für Kinder, so Spielzeuge, kann das sein? Ist das so gedacht? Coole Idee. Hier ist nochmal eine Info, ein paar Shops. Nochmal ein paar Infotafeln über die Tiere. Cool. Das war's, glaube ich. Wir sind auf jeden Fall den Plan abgelaufen. Und du hast wirklich ein sehr gutes Wegenetz, weil man kann dann, wenn man hier durch ist, hier wieder zurück. Und dann ist man... hier? Ah, ja. Hier geht's dann quasi direkt. Das habe ich gar nicht gesehen hier. Auch sehr schön. Cool. Waren wir hier überhaupt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist man hier dann direkt beim Hauptplatz wieder. Ne, den Weg waren wir gerade gar nicht lang gelaufen. Stimmt, wir sind hier abgebogen. Ja, cool, das war dein Zoo. Das war, wie hieß der Zoo nochmal?
Hillgrove Zoo, ne? Schauen wir mal vorne. Das war der Hillgrove Zoo von Pacher. Sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier können wir uns dann nochmal einen schönen Hut oder sowas holen. Oder ein anderes Andenken T-Shirt. Und dann geht's raus. Das war der Zoobesuch. Das Einzige, was mir ein bisschen gefehlt hat, war Musik. Ansonsten sehr sauber gearbeitet. Sehr interessante Gebäude, sehr interessante Gehege. Cool, dass du allem Namen gegeben hast. Auf jeden Fall einer der besten Zoos, die wir hier hatten. Richtig cooler Zoo. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob ich den hochladen darf für die anderen. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz bei Nacht, bevor ich das vergesse. Weil das ist ja sehr viel beleuchtet. Ja, hier logischerweise erstmal die Straßenlaternen so ein bisschen. So, hier ist auch schön beleuchtet. Schön angestrahlt. Auch nicht überstrahlt. Das passiert nämlich auch häufig, dass Sachen zu hell sind. Aber ich glaube, mit diesen Scheinwerfern kann man nicht viel falsch machen. Die sind da sehr gut geeignet. Finde ich auch sehr schön, wenn man so Bäume anstrahlt. Oh. Kameraführung ist gerade wieder on point. Hier auch diese schönen kleinen Lämpchen sind auch toll. Dein Zoo ist übrigens behindertengerecht, weil der relativ wenig Höhenunterschiede hat. Ne? War aber jetzt nicht uninteressant dadurch. Also das hast du echt gut gemacht. Dafür, dass der so flach und eben ist, hast du den Zoo wirklich interessant genug gestaltet, dass es jetzt nicht störend war, dass das nicht vorhanden ist. Also war echt cool. Gehen wir hier nochmal kurz rein. So, hier ist auch schön ausgeleuchtet. Cool, und da oben auch. Sieht schon atmosphärisch hier aus. Die Dinger sind auch schön ausgeleuchtet. Hier ist auch alles schön ausgeleuchtet. Dandy. Da müssen wir auch gleich nochmal schnell gucken. Bevor ich das wieder vergesse. Tiger Valley sieht auch cool aus. Hier geht es dann hinein. Wow, das sieht auch cool aus. Dem Tempel da oben. Hier auch mit den Fackeln. Coole Atmosphäre hier drin. Fühlt man sich echt wie in so einem Tempel. Hammer, cool. Okay, was haben wir hier noch? Läden auch sehr schön mit den Fackeln. So Fackeln mag ich sowieso gerne. Hier auch nochmal die Dinge angestrahlt. Ah, da hast du dir schon echt Mühe gegeben. Ganz, ganz toller Zoo. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ui. Okay, ich glaube, wir haben alles gesehen. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf die Workshop-Objekte ein. Und der mein Name. Da müssen wir ja hin. So, da haben wir ihn. Dandy. Okay, das sind die Workshop-Objekte wahrscheinlich. Einmal das Alphabet. Dann hier so ein paar Mitarbeiteranlagen, also so, wie nennt sich das denn? Industrieanlagen, würde ich jetzt sagen. Stromkästen. Der Rollstuhl. Ja, die Spinte sind auch aus dem Workshop. Hier so ein paar Dekosachen. Das ist echt cool, was die Leute bauen im Workshop, ne? Also den Workshop kann man ruhig benutzen. Ist auch nochmal eine Schrift. Das ist echt cool. Ich glaube, dann haben wir alles gesehen. Also du hast wirklich fast alles selber gebaut. War ein ganz toller Zoo, hat richtig viel Spaß gemacht, Pacher. Schreib, wie gesagt, gerne mal rein, ob ich den veröffentlichen darf. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das soll's mit dem heutigen Zoo gewesen sein. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den fandet. Falls ihr auch einen Zoo habt, den ihr mal einsenden wollt, könnt ihr das gerne tun. Und in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund, euer Dandy.